Ein Jahr nach dem ersten von zwei Abstürzen einer Boeing 737 MAX muss der Chef des Flugzeugbauers, Dennis Muilenburg, dem Handelsausschuss des US-Senats Rede und Antwort stehen. Die Anhörung begann mit einer Entschuldigung. Es tut mir leid, in meinem Namen und im Namen von Boeing, es tut uns wirklich zutiefst leid. Der Konzern nehme gerade Veränderungen an dem Unglücksflieger vor, damit die 737 MAX zu einem der sichersten Flugzeuge werde, die jemals geflogen wurden. Diese Unfälle haben uns vor Herausforderungen gestellt und sie haben uns verändert. Wir wissen, dass wir Fehler und einige Dinge falsch gemacht haben. Wir verbessern uns, lernen dazu und wir werden nicht aufhören zu lernen. Zwei Boeing 737 MAX waren im vergangenen Oktober und Januar abgestürzt. Es gab knapp 350 Tote. Ein Softwarefehler gilt als Hauptursache. Muilenburgs Auftritt vor dem US-Senat ist eine Wende in der viel kritisierten Kommunikation Boeings. Lange hatte er sich geweigert, öffentlich Verantwortung zu übernehmen.